Und weiter geht es mit einer neuen Folge von The Fischer Online. Noch einmal hier auf der Italien Map. Und auf der Italien Map, ja, wir befinden uns hier gerade in den Abendstunden, 20 Uhr. Gehen wir heute mal ein wenig auf Aal, vielleicht auch ein bisschen auf Wels, denn es gibt neue Köder und die testen wir erstmal aus. Also ihr Lieben, legen wir los, stiefeln wir mal zum Boot. Es gibt neue Köder auf der Italien-Map, beziehungsweise es gibt neue Köder, die man verwerten kann. Alte Fische oder frisch gefangene Fische kann man verwerten, ausnehmen. Man kann mit den Eingeweiden angeln oder eben Fischfetzen daraus machen. Und was eben ganz wichtig ist hier für die neue Map, für die Italien-Map, die Map. Die Karte, die Übersichtskarte ist da und hier sieht man dann auch schön die tiefen Stellen, wo man, oder die Gewässerkanten, wo man eben ganz gut dann angeln kann. Man kommt bis hier unten hin, kommt man bis in diesen 6 Meter Bereich und hier oben, und das ist eine ganz wichtige Sache, da oben an der Insel, da kann man auch angeln und da düsen wir jetzt einfach mal hin. Also ab ins Boot. Zack. Motor anmachen und ab dafür. Ja, Mann. So, hier sind wir doch jetzt schon kurz vor der Insel hier. In dem Bereich sind wir jetzt gerade hier schon. Und dann legen wir jetzt hier mal an. Zack, jawohl, schön hier drauf gebreddert. Perfekt. Das ging anfangs auch noch nicht. Und das ist natürlich jetzt hier eine richtig gute Position. Das heißt, wir haben hier sehr viele Möglichkeiten, einmal hier im flacheren Bereich zu angeln, aber auch hier in einem ganz tiefen Bereich zu angeln. Bis hin, ja, ich sag mal so grob in Richtung Brücke können wir werfen. Man kommt hier leider nicht durch. Also es ist schon so eine Art... So ein kleiner Schutz, kann man ja fast sagen. Also direkt hier in diesen Bereich kann man nicht reinwerfen. Ich werde das nachher nochmal testen, ob man da bis zu der Insel kann. Habe ich noch gar nicht ausprobiert. Aber wir schmeißen jetzt hier erstmal ein bisschen was raus, würde ich sagen, wenn wir schon mal hier stehen. Dadurch, dass wir jetzt gerade schon die Abendstunden haben. Ich würde sagen, ich werfe mal hier noch was raus. Genau, hier hatte ich... Ach, genau. Hier hatte ich noch... Eine Matchroute mit einer Grille dran. Die hauen wir mal raus. Machen wir mal auf 3 Meter tief. Raus. Jawohl. Und die stellen wir einfach mal ab. Ich hoffe, die... Ja, stellt die sich auf. Müsste eigentlich, ne? Ja. Jawohl. Und steht. Sehr gut. So, dann... Machen wir aber nochmal 2 Routen auf Grund. Das heißt, die nehmen wir mal eben hier auseinander. Vorfach ab. Das machen wir mal eben weg. Und hier auch. Zack, zack, zack. Vorfach und Haken weg. Und dann nehmen wir hier unsere dicken Karpfenruten. Einmal, zweimal. Und die versehen wir dann mit passenden Schnüren, mit Vorfächern. Man sieht so langsam den Verschleiß auf den Vorfächern. Ich mache mal hier einen Zweierhaken dran und dann machen wir hier einmal eine Route für Aal fertig. Aal funktioniert auch ganz gut hier. Und die zweite. Was passt denn auf den Viererhook, auf den ganz großen? Bunch of Worms. Da warten wir nochmal eben ab. Ich nehme nochmal gleich, glaube ich, einen Fisch auseinander. Und dann gucken wir mal, was da dran geht. Ich glaube, ich baller auch hier mit rein. 7 Meter tief. Beziehungsweise Aal werfe ich mal hier vorne eher hin. So ein bisschen flacher. Genau, das lassen wir einfach mal hier so stehen. Trotz allem auch da vorne schon 4 Meter tief hat er angezeigt. Und bei den zuletzt gefangenen Fischen hier noch ein paar, eine Trophy, eine Barsch-Trophy beim Jiggen.
So ein Large Mullet auch noch als Trophy gefangen. Ein Aal als Trophy zuletzt nochmal gefangen hier. Das ist alles von dem Gewässer. Und wenn man jetzt hier auf Cutting Table, auf Schneidetisch sozusagen geht, sieht man dann noch die verschiedenen Fische mit dem Zeichen hier dran, dass man sie verwursten könnte. So ein kleines Messer, so eine Schneide und ein Fisch ist da zu sehen. Und hier sieht man dann auch, was man machen könnte. Also man könnte jetzt bei 4 Fischen, könnte man Fischfetzen daraus machen. Und bei 20 Fischen könnte man die Innereien einfach rausholen. Und Livebait ist hier. Dafür habe ich leider keine passenden Fische. Die will ich aber auch haben. Oder hier, Salmon Roe, also Rogen, könnte man auch rausziehen. Also, machen wir hieraus mal Fischfetzen. Jawohl. Und wir machen mal hier aus dem kleineren Fisch, ne? Der da nicht so viel Kohle bringt. Hier unten, ein Kilo. Ja, die sind gar nicht mal so klein, ne? Alle um ein Kilo. Also die Fischfetzen kann man dann auch aus den sehr kleinen machen, aber die Innereien, guck mal da, ey. Dann nehmen wir aber trotzdem hier so einen ollen Barsch. Ja, nehmen wir mal hier den ollen Barsch. Zack. So. Und den. Oh, da geht's auch schon. Oh, auf dem Aal. Da geht auch schon was. Sehr gut. Beziehungsweise auf den Krebsschwanz der erste Biss. Sehr schön. Ja, die Bissfrequenz war eine Zeit lang hier ein bisschen schwierig. Nicht so wie die Bissfrequenz an den anderen Gewässern. Na, komm mal raus hier. Ja, ist ein Aal. Ist ein Aal. Aber und gerade auch nachts tatsächlich schwierig gewesen. Aber wenn das jetzt hier klappt, bin ich ja sehr, sehr zufrieden, ey. So kann das laufen. Und jetzt machen wir natürlich schnell die nächste Route fertig. Da habe ich jetzt den Viererhaken. Und am Viererhaken sehen wir, für den Viererhaken, wir werden die Eingeweide nicht angezeigt. Das heißt, ich gehe mal runter auf einen Dreier. Da haben wir jetzt die Muschel dabei, die Fischfetzen dabei. Na. Und beim Zweierhook werden dann die Innereien, oder was? Hier ist dann auch... Hier sind die neuen Köder mit bei. Der kleine, was ist das? Stint, Oktopus, wie auch immer. Hier so ein komischer Tausend. Da sind sie. Iiii. Ja, Mann. Fish Offals. Oder sowas. Axt. Jawohl. Das Zeug ballern wir da jetzt mal rein. Am Haken. Am Zweierhaken. Wenn wir hier sind. Ich baller einfach mal. Voll aus. Landet schön mittig drin. Zack. Und dann gucken wir mal. Naja, ob jetzt hier nachts die Rapfen dran gehen. Na, es zuppelt. Auf der Pose. Machen wir mal Licht an. Könnte schwierig werden, ey. Könnte schwierig werden. Ich bin ja ganz froh, dass dann die Aale in der Nacht funktionieren. Das geht schon mal ganz gut. Es ist, auch wenn es wie ein Fluss aussieht hier in dem Bereich, es ist nicht wirklich fließendes Gewässer. Also es ist schon tendenziell eher stehendes Gewässer hier in dem Bereich. Von daher funktioniert es auch mit dem Fliegenfischen gar nicht so gut. Ich hatte schon viel rumprobiert, auch mit dem Spinnfischen rumprobiert. Aber das Effektivste ist tatsächlich, also man sieht es auch an der Pose, die steht einfach da rum. Da bewegt sich nichts. Das Effektivste ist hier zurzeit tatsächlich, ja, entweder Posen angeln oder auf Grund. Und gerade nachts auf Aal, das lohnt sich ja immer sehr. Also finanziell und auch von den XP'en her. Genau, fürs Herstellen von Köderfischen. Da gucken wir gleich nochmal an einem anderen Gewässer, was da geht. Das war der letzte Patch, der reingekommen ist.
das Verwerten von Fischen. Und ich weiß nicht, wann das reingekommen ist, dass man hier auf die Insel konnte. Also anfangs bin ich hier rumgefahren und rumgedüst, habe hier überall die Spots abgesucht. Auch hier an diesen anderen am Rand hier. Da gab es keine Möglichkeit, irgendwie auszusteigen. Ich fände es sehr wünschenswert, wenn man wirklich an mehreren Stellen, als ob das an der Seite ist oder hier, dass man einfach viele Möglichkeiten hat, auszusteigen. Einfach aber auch auf eigenes Risiko. Einfach auf eigenes Risiko. Wenn der Angler das Risiko eingehen will, dass ein großer Fisch anbeißt und er haut einfach ins offene Meer oder was das da ist, der haut einfach ab, dann hat er halt Pech. Also ich bin immer der Meinung, man muss den nicht zu sehr schützen. Auch hier, das finde ich ein bisschen schade, dass es hier quasi zugemacht ist. Man kommt einfach nicht durch. Es gibt auf der anderen Seite, da düse ich jetzt mal eben hin, fällt mir jetzt gerade ein, es gibt auf der anderen Seite nämlich so eine Anlegestelle. Vielleicht ist die ja auch frei. Hier ist das Boot. Da düsen wir einfach mal eben hin. Komm, reinlassen wir. Easy. So. Genau, hier ist es. Das ist alles zugewuchert. Ach Quatsch. Ich glaube, das war offener anfangs. Okay, hat sich gegessen. Machen wir mal leiser. Hat sich gegessen. Also anfangs gab es hier noch so eine Anlegestelle. Die ist irgendwie zugewuchert. Und dann gucken wir mal, ob wir bis da hinkommen oder ob hier gleich eine Mauer... Ob hier gleich eine Mauer kommt. Wäre schon geil, wenn das offen ist. Und wenn man anlegen kann. Es ist offen. Und es kommt nicht das E für anlegen. Man kann nicht aussteigen. Nochmal drumherum. Warum? Warum? Hier. Hier! Mega! Mega! Richtig gut. Oh, ich bin Robinson Crusoe, Alter. Mega geil. Yes! Übelst. Sehr, sehr, sehr geil. Alter. Richtig gut, ey. Leute, das wird, oh mein Gott, genau so. Genau so. Hier in dem Bereich. Lecko funny. Oh mein Gott, die Möglichkeiten. Richtig geil. Ach, ist das schön. Oh, ich freue mich. Das ist einfach gut. Einfach, ja, was ich gerade schon sagte, dem Angler selbst überlassen. Willst du das Risiko haben oder nicht? Oh, wie gut. Scheiße, ich muss zu meinen Posen zurück, zu meinen Angelrouten. Wow. Okay, ich gehe da erstmal ein bisschen weiter angeln. Aber ich glaube, hier angle ich irgendwann mal, da mache ich nochmal ein extra Video dazu hier. Das wird sonst zu viel. Außerdem muss ich den Tag erstmal auch testen, ob da was geht hier. Und Spinnenfischen hier und was nicht alles. Richtig gut, ey. Ah, ich bin so froh. Ich war anfangs, habe ich schon gedacht, es kann doch nicht sein, so wenig Möglichkeiten auf dieser ganzen großen neuen Map. Da ist die Pose. Sehr, sehr geil, ey. Schön. Perfekt. Und was eben auch geil ist, wenn man mal eine halbe Nacht durchgeangelt hat, also real life. Und, also klar, man muss dann irgendwann wieder hinfahren, wenn der Kescher voll ist. Aber wenn du dann hier auslockst und sagst, okay, ich mache am nächsten Tag weiter, stehst du ja, wenn du einlockst, immer noch an der gleichen Stelle. Das ist ja das Schöne auch an dem Game. Und es piept. Es piept. Biss. Ja, wieder hier auf Aal.
Hatte ich den Wels eigentlich schon? Oh, ich muss gleich mal gucken. Hatte ich den Wels eigentlich schon abgegeben? Ich hatte vor ein paar Tagen hier schon mal einen Wels gefangen. Auch auf Innereien. Also es funktioniert für die dicken Brocken halt eben ganz gut. Ja, der geht aber hier. Der geht aber. Ja, der geht. Wehrt sich zwar, aber... Zack. 3 Kilo. Okay. 3 Kilo. Kriege ich einen größeren Haken hin? Ich glaube nicht, ne? Also nicht offiziell, nee. Oder ich nehme mal einen anderen... Bunch of Worms. Frosch. Ob ich einen Aal kriege auf Frosch? Ich schmeiß mal einen Frosch rein. Klatsch. Jetzt kommt hier die Anzeige. Slope, also mit einer schrägen 6 Meter tief. Also es geht hier richtig steil runter. Eigentlich ist Table immer ganz schön. Oh, oh, oh! Da zuppelt schon. Da ist schon was dran. Ah, abgerissen! Nein, 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 nein! Gar nicht lange im Wasser gehabt. 7 Meter tief, Slope. Auf Frosch. Scheiß, Alter. Was geht denn? Was beißt denn da so schnell? Was ist denn da so greedy, ey? Ich setz erstmal ab. Krass. Ich mach hier auch einen Frosch dran. Ich will einen Frosch. Also, was auch immer daran beißt. 3 Meter Schnur. Ewig lang. Da kommt jetzt ein Frosch dran. Auf Pose, ey. Das wird geil. Schön auf a Match. Oh, verklickt. Frosch. Und dann machen wir noch hier so Futterbällchen irgendwie mit dran. Und dann gib ihm hier. Oh, das war ein bisschen wenig. So. Ja. Müsste eigentlich stehen. Steht oder steht nicht? Ja. Was ging denn da dran? Boah, da habe ich aber auch zu hart reingeruppt, ey. Da bin ich zu sehr hier in die Kurve reingegangen. Da war sofort Ende. Sofort abgerissen. Jetzt. Da ist er. Auf dem Frosch. Ich bin gespannt. Vielleicht eine Quappe? Aber Quappe stand, glaube ich, gar nicht drauf, ne? Von den Fischen. Es gibt ja hier die Info, welche Fische sich hier befinden. Oder beißt der Aal auf Frosch? Gucken wir mal, ne? Alter. Na komm. Wahrscheinlich ist es einfach nur ein kleiner Wels. Ich meine, ist ja nicht schlecht. Wäre nicht schlecht. Ja, schon ganz gut, ey. Also das Ruckeln und die Bewegung und das Feeling ist schon, kommt schon ganz gut rüber. Ja. Ja, ja, ja.
Komm, wehr dich nicht so. Immer noch so, dass der Sound vom Einspulen hört sich schneller an. Also dieses Zzzz hört sich so an, als ob du wirklich 3-4 Meter ziehst. In Wirklichkeit ziehst du aber vielleicht nur 20 Zentimeter. So, jetzt müsste aber so langsam hier was kommen. Da kommt er. Oh, was haben wir da? Das ist das ein Wels? Ist das ein... Ja, ne? Ha! Catfish, Tatsache, 9 Kilo. Na, guck mal, ey. Nicht schlecht, ey. 9 Kilo Wels? 100 noch was Expese? Das ist okay. Schmeißen wir nochmal ein bisschen mehr mittig hier rein. Jetzt gucke ich aber gerade nochmal eben. Hatte ich nicht den Wels? Nee, das ist der. Dann hab... Ach doch, warte mal, hier. Hier ist er doch. Genau, hier waren die Wälse schon. 26 Kilo Wels. Genau, 26 Kilo Wels auch auf Innereien. Der hat schon gut Gas gegeben. Also der wollte es richtig wissen. Und auch nur grün markiert. Also es ist ein kleiner. Es ist ein kleiner. Und auch hier bei den Trophies groß, aber nicht super groß. Also nicht rare sized. Auch der hier, gucken wir gerade nochmal eben in die Rekorde rein. Fish on Lake sehen wir ja hier. Genau, bis zu 60 Kilo. Bis zu 60 Kilo. Also Rare Size hat dann bestimmt 60 oder über 60 Kilo. Barbe Wildkarpfen. Da muss ich auch nochmal dran gehen. Oh, da habe ich auch noch Bock drauf. Wildkarpfen und den Pillengas hier. Den will ich auch nochmal fangen. Der fehlt mir noch. Sehr, sehr gut, ey. Sehr, sehr gut. Quests. Gucken wir mal eben nach Quests. Sind noch nicht auf der Map. Okay, ich angel jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und dann gucken wir mal, was hier noch geht. Ich glaube, da haben wir schon direkt den nächsten Kandidaten. Oh, ho, ho, ho. Alles klar, alles klar, alles klar, alles klar. Wels, Wels und dick. Wels und dick. Ich kriege ihn nicht gepumpt richtig. Ich kriege ihn nicht gekurbelt. Bremse hoch. Ich kriege ihn nicht gekurbelt gerade. Okay, mehr hau ich nicht rein. Okay, das ist aber auch schon Limit. Alter, hart im Rot mal. Ich kriege mit der rechten Maustaste jetzt die Rute nicht angehoben. Der hängt mit dem ganzen Körpergewicht hängt der drin. Leute, 60 Kilo auf der Rute. Mm-mm. Nicht beim 29 Kilo Vorfach hier. Da war schon der mit 26 Kilo Party. Okay, jetzt geht hier ein bisschen was. Was man so ein bisschen machen kann, ist, das kennt man ja auch aus anderen Games, wenn man so ein bisschen läuft. Man kann ihn quasi mit dem Lauf so ein bisschen mehr ranziehen. Alter, ich hoffe, der zieht mich nicht leer. Noch ist er agil, noch schwimmt er so ein bisschen hin und her. Alter. Ich hoffe, ich komme da irgendwie dran. Das wäre schon nicht so schlecht. Der hat... Ja, aber ich glaube, so richtig fett ist der nicht. Der haut nicht wirklich ab. Aber ich kann ihn auch nicht ziehen. Also wenn er nicht will, haut er ab. Scheiße. Komm ran hier, Alter. Bisschen aufpassen, nicht, dass ich hier ins Wasser falle. Durchaus möglich, dass es noch hier an... Ja, wenn er nicht will, haut er ab. Keine Chance, ich kriege ihn. Nee, komm ran hier.
einfach nur rechte Maustaste. Ich halte alles gedrückt. Rechte Maustaste, linke Maustaste, Shift. Zum schnell einkurbeln und so ein bisschen pumpen. Alter, wenn der nicht will, haut er ab. Einfach ziehen, einfach ziehen, einfach ziehen, einfach langsam ziehen, einfach langsam ziehen. Ich ziehe immer noch. Komm schon, komm schon, komm schon ran, komm schon ran, komm schon. Einfach langsam ziehen. Er zuckt ein bisschen, ja. Nein, 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 nein. Alles gut, Alter. Alles gut. Komm einfach ran. Einfach halten. Irgendwann lässt er schon nach. Und langsam kurbeln. Man sieht es unten so ein bisschen an der Schnur. Sobald er, ja, sie dreht sich halt. Oh, an der Pose ist auch was dran. Pose ist auch gerade Frosch. Entspann dich, entspann dich, entspann dich, entspann dich. Komm, 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 komm. Komm, 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 komm. Leute, ey, er macht mich hier fertig. Er macht mich hier fertig, der Wels, ey. Oh, komm schon. Welsangeln. In Italien, ey. Ab geht es. Ich brauche ein dickeres Setup. Ich brauche dickere Rollen hier auf jeden Fall, ey. Er kurbelt langsam rein. Er kurbelt langsam rein. Das ist schon mal gut. Oh. Das heißt, der Fisch wehrt sich. Er dreht, also dreht da so ein bisschen seine Kreise. Wehrt sich. Aber ich kann trotzdem einkurbeln in der Zeit. Das ist wichtig. Ich kriege ihn rangezogen. Langsam, langsam, langsam. Wenn er nicht so richtig geschockt wird, der Fisch, geht's. Vielleicht halte ich einfach mal langsam runter hier, flach. Dass er nicht so ein... Dass er nicht so einen fiesen Winkel hat. Aber ich glaube, das ist schlechter. Dann fühlt er sich angespornt. Ne, das ist schlechter. Nee, Alter, komm. Jetzt nicht schon wieder rausziehen. Schon so weit reingezogen, jetzt haut er wieder ab, die paar Meter. Schlimm ist, der haut schneller ab, als ich reinkurbel. Na, komm, 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 komm. So, jetzt entspann dich. Komm, schön langsam. Oh, schön langsam rein. Ruhig, Brauner. So. Komm ran hier, ey. Oh. Ja, ist ja gut. Ja, ist doch gut, Alter. Komm ran hier, Tür. Vielleicht hat er irgendwie nur 20 Kilo oder so. Aber kämpft halt wie ein Großer, ne? Wenn du dann überlegst, da ist einer dran mit 60 Kilo. Fuck. Nein, gewurstfingert. Mit dem Daumen auf die Daumentaste gekommen. Aber er ist schon fast rein, er ist schon fast reingezogen. Man sieht hier an der Schnur, wie weit sie raus, also, ne, die paar Millimeter, 1-2 Millimeter nur noch, dann ist die Schnur komplett eingeholt. Wie gesagt, so mit Laufen und Ranziehen ist das gar nicht so schlecht. Also man kriegt die schon mal so ganz gut ein paar Meter näher ran. Gezerrt sozusagen, wirklich, wenn man so ein bisschen nach hinten läuft. Aber es ist auch schon mal eine ausgeschlitzt dabei. Weil das dann doch vielleicht ein bisschen zu brutal ist.
Kommst du. Vor zurück. Schön entspannt mit der Schnur, mit der Spannung. Ist natürlich jetzt auch im Schilf hier nichts zu sehen, ne? Wie weit ist er? Wie nah ist er? Ist er schon an der Oberfläche so ein bisschen? Könnte ich da mit dem Kescher vielleicht schon ran? Nichts zu sehen von dem Brocken, ey. Aber über die Zeit klappt's, das ist doch gut. Guck mal. Stück für Stück. Da ist, glaube ich, schon was zu sehen. Da ist schon ein bisschen was zu sehen. Jawohl. Komm. Da ist schon, Alter, das ist das Maul. Da ist der Fisch schon zu sehen. Wenn er nicht will, haut er einfach ab. Das ist da schon alles Fisch. Das ist schon alles Fisch, Leute. Der hat nicht so richtig Bock, glaube ich. Ich muss noch einen Meter nach hinten. Der hat gar nicht Bock, Alter. Komm ran hier. Der glänzt schon schön unter Wasser. Der glänzt schon richtig unter Wasser. Komm, da kommt schon die Animation. Und large, Alter. Geil, 42 Kilo. 42 Kilo, what? So geil, ey. 576 XP, 800 XP, 42 Kilo. Geil. Geiles Viech, ey. Alter, what the fuck, ey. Richtig gut. Auf dem ollen Frosch. Und der Kescher aufgrund des Gewichts schon fast voll. Wow, ey, krass. Okay, an der Pose ist nichts mehr dran. Abgefahren. Richtig, richtig gut. Packen wir mal eben ein und bringen das alles hier auf die Innereien. Hat in der Zeit jetzt gerade nichts gebissen. Frosch war einfach verführerischer. Aber Innereien funktioniert auch auf Wels. Zack. Schnellreise und dann verkaufen wir nochmal eben hier die Fische. Wow. Da ist er drin. 80 Silber. Fairer Kurs. Es ist alles ein bisschen angepasster von den Preisen. Nicht so ganz übertrieben. Trophy Aal, 50 Silber, auch sehr gut. Genau, 35 Silber. Das passt alles. Die Aale um die 5 Silber ist auch fair, diesen ratzfatz gezogen. Haben eine ganz gute Frequenz, wenn man da mit 3 Routen steht. Genau, der Trophy Barsch ist auch ganz fair. Ich weiß nicht, ob alle Preise überarbeitet worden sind, aber sieht irgendwie gerade ganz gut aus. Vernünftiger Kurs, 3 Kilo Fisch, 6 Silber. Passt alles. Genau, das ist vielleicht noch ein bisschen wenig hier, wobei unter einem Kilo, das geht eigentlich auch noch. Man kann ja Fischfetzen draus machen. Coole Sache, sehr, sehr coole Sache. Kratsching! Sehr, sehr geil, die nächsten 300 Silber im Sack. Nochmal kurz auf die Map gucken, hat sich da was getan? Es ist immer noch so, dass wir hier den Belarus als Level 1 See haben, die Level 5er Seen, beziehungsweise 6er Gewässer und dann die 10er, also ab Level 10, Italien,
der Po als Fluss, der in Finnland der Kuglu und die Ponts of Peruche in Frankreich. Ja, geil. Sehr, sehr geil. Das war's, glaube ich. Ja, das war's. Viele News waren es bisher ja nicht. Es hat sich sonst im Shop nicht wirklich viel getan. Die neuen Köder hatten wir das letzte Mal schon. Das ist alles noch so beim Alten geblieben. Wenn es wieder was Neues gibt, wenn es neues Setup gibt oder Neuigkeiten von den Gewässern, gibt es natürlich auch wieder ein neues Video zu The Fisher Online. Ich werde nochmal testen, wie man hier in diesem Bereich angelt, wie weit man hier kommt und ob man hier überhaupt was rausgezogen bekommt, ist natürlich schon auch ein Stück weit tricky, ne? Aber das in einem anderen Video. Dankeschön fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.